Viele hungrige Münder zu füttern. Tante Peter hat gesagt, als unser Vater noch Häuptling war, sind die Jagdgründe schon einmal verödet. Unser Vater war weise. Was hat er getan? Die Geister der Jagd führten ihn zu einem heiligen Amulett, dem Falkenamulett. Als er am nächsten Tag auf die Jagd ging, waren Büffel und Hirsche zurückgekehrt. Dann musst du dieses heilige Amulett finden. Es ist vor vielen Monaten von einem Siedler gestohlen worden. Seitdem hat es niemand mehr gesehen. Wie soll ich mich vernünftig schminken, wenn du uns hier so herumpurzeln lässt? Aber Mies, wir wollen die Nacht doch nicht hier draußen verbringen, oder? Manchmal kann ich einfach nicht glauben, dass wir verwandt sind. Nur weil ich deine hübsche Schwester bin, brauchst du noch lange nicht schnippisch zu werden. Aus dem Krieg! Bitte sehr. Matussi hat sehr viel Fleisch und ist bereit, Winnetous hungrigen Stamm davon etwas abzugeben. Dieses Fleisch ist schlecht. Es ist aus dem Kühlwaggon der Eisenbahn gestohlen worden. Für euch ist es gut genug. Matussi ist nicht einen Atemzug wert. Ganz wie du willst. Matussi wird gehen. Aber wenn Winnetous Volk nach Essen schreit, dann kommt nicht zu Matussi, um zu betteln. Ich bin sicher, unser Volk wird nicht verhungern. Dafür wird Winnetou sorgen. Ich muss Tante Peter finden. Hey, Sam! Dieser Kutscher hat es aber ziemlich eilig. Es ist Gas. Er verlangt wirklich das Letzte von den Pferden. Kann man wohl sagen. Hey, hast du das gesehen? Gas ist gerade von der Kutsche geknallt. Das ist wirklich seltsam. Ich will mal sehen, was da los ist. Wo bin ich und wo sind dann meine Pferde? Verdammt, was ist? Wer bin ich? Gas, der Volltrottel, der auf seinem Hintern gelandet ist. Aber ich hätte alles unter Kontrolle. Es ist so dunkel, ich muss tot sein. Ich scheine im Himmel zu sein. Gut gemacht, Cowboy.
Diese dürre Heulsuse, da ist meine Schwester Mimsy. Ich bin Letty, Letty Wilkins. Mein Name ist Shatterhand, aber ich bin kein Cowboy. Ich arbeite für die Eisenbahngesellschaft. Und das ist mein Freund Sam Hawkins. Wenn du es sagst, Cowboy. Also, wir möchten vor Anbruch der Nacht in der Stadt sein. Kannst du uns irgendwie helfen? Es wäre mir ein Vergnügen. Ein höflicher Cowboy. Ich komme von der Ostküste und hatte sowas nicht erwartet. Na kommt, Jungs, lasst uns hier schleunigst verschwinden. Finde das Falkenamulett. Der Geist zu Kantepeter gesprochen. Das Falkenamulett befindet sich an einem dunklen, bösen Ort. Halte Ausschau nach grünen Smaragden und du wirst das Amulett finden. Wo wird Winnetou die grünen Smaragde finden? Der Traum hat es nicht gesagt. Geschafft. Danke, das kriege ich schon alleine hin, Cowboy. Oh, Mr. Shatterhand, ich könnte Hilfe brauchen. Sieht aus, als hättest du alle Hände voll zu tun, Shatterhand. Seine Arme sind wie aus Eisen, aber sein Griff ist so weich und zart. Mimsy und Letty, ich möchte euch meine Freunde vorstellen. Hoppel Frank und Tante Treu. Hallo. Seien Sie nicht böse, Ma'am, aber Sie haben die hübschesten grünen Augen, die ich je gesehen habe. Sie sind wie große, funkelnde Smaragde. Ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn, Jungs. Wir brauchen was zu futtern und ein Plätzchen zum Schlafen. Mother Thick besorgt euch beides. Mhm. Und wenn die Damen nichts dagegen haben, gehe ich jetzt. Ich habe noch etwas zu tun. Wegen der Damen macht ihr keine Sorgen, Shatterhand. Bei uns beiden sind sie in den besten Ihr Idioten seid ja noch schlimmer als ein Hündchen, das einen Knochen will. Frauen, die können selbst aus den besten Männern Trottel machen. Das Rehfleisch und das Federwild müsste für ein paar Tage reichen. Das ist sehr freundlich von dir, Shatterhand, aber Winnetou ist... Ich weiß, er ist ein Mann mit großem Stolz. Aber keine Sorge, wir finden das Falkenamulett. Du bist ein guter Freund, Shatterhand. Und hier habe ich noch... Winnetou braucht dich. Geh, sprich mit ihm. Es tut gut, meinen Blutsbruder zu sehen. Chochi hat von dem Amulett erzählt. Ich habe den großen Geist um Hilfe gebeten. Um das Falkenamulett zu finden, muss Winnetou jedoch vorher grüne Smaragde finden. Du hast ja einen verdammt guten Appetit, Letty. Sie isst wie ein Pferd. Und sie ist hübsch wie die Morgendämmerung. Ich hab dir etwas Stechapfel gepflückt, Letty. Ich hab keine Zeit für Süßholzgeraspel. Wir haben eine Menge zu tun. Was ist mit der Karte? Die haben wir bei den Sachen unseres Vaters gefunden, nachdem er gestorben war. Das ist die Karte einer spanischen Mine. Dad hat sie von einem Siedler gekauft, aber er hat es nie geschafft, hierher zu kommen. Und jetzt denkt Letty, dass wir reich werden können. Es gibt so viele Idioten, denen man solche Karten angedreht hat. Du verstehst das nicht. Damals in Boston hatte ich einen Traum. Fang nicht wieder mit diesem blöden Traum an. Ich schwebte auf einer großen, flauschigen Wolke, als ein wunderschöner Jagdfalke vorbeiflog und zu mir sagte... Ah!
Was hat der Falke gesagt? Er sagte mir, finde die Karte zu der spanischen Mine und geh nach Westen. Der Stamm meines Freundes steckt in großen Schwierigkeiten. Eure Karte könnte ihm helfen, ein heiliges Amulett zu finden. Das Falkenamulett. Das Falkenamulett? Dann war mein Traum gar nicht verrückt. Würdet ihr beiden mir vielleicht einen großen Gefallen tun? Jeden Eddie! Passt auf Mimsy auf, während wir weg sind. Da, wo wir hinreiten, würde sie es keine 5 Minuten aushalten. Aber wir zwei reiten doch mit dir! Danke, dass ihr eure Pläne geändert habt. So, wo reiten wir hin? Letty, das ist Winnetou, Häuptling der Apachen. Na, alles am Start, Häuptling? Wir haben wenig Zeit. Reiten wir. Bist du sicher, dass der alte Gaul das durchhält? Gaul? Die alte Mary ist ein langohriger Zuchthengst. Na klar, und ich bin die Königin von England. Zeit zum Einkaufen, Jungs! Zeigt mir euren exquisitesten Damenausstatter. Wir haben hier keinen exquisitesten Damenausstatter. Jetzt ist Zeit, dass Wemmel ein paar Pläne macht. Dieser schattige Felsvorsprung über dem Canyon ist Crystal Ridge. Laut dieser Karte wird uns die Mittagssonne den Eingang zu der Mine zeigen. Dass uns die Sonne den Eingang zu der verborgenen Mine zeigen soll, hört sich für mich wie Hokuspokus an. Um Winnetous Willen hoffe ich, dass du dich irrst. Tut mir leid, wenn ich Blödsinn rede, aber ich werde verrückt, wenn meine Perücke in der heißen Sonne so juckt. Wenn du dir das Ding nicht gleich wieder auf den Kopf setzt, knall ich es ab. Wir müssen uns beeilen. Die Sonne hat bald ihren höchsten Stand erreicht. Warum möchte Matusi Winnetou Fleisch geben? Wenn Winnetou seinem Volk schlechtes Fleisch gibt, werden sie erkennen, dass er ein schlechter Häuptling ist. Du möchtest, dass er ein so schlechter Häuptling wird wie Matusi? Sieh mal, wen wir gefunden haben. Wer bist du, dass du es wagst, mir unter die Augen zu kommen? Ich habe ein paar sehr interessante Neuigkeiten. Zum Beispiel? Etwas, was die Macht von Winnetou zerstören wird. Das Falkenamulett. Falkenamulett? Es ist irgend so ein heiliges Ding, das die Hirsche und Büffel wieder zurückbringen kann. Winnetou und Shatterhead sind gerade zu einer Mine aufgebrochen, wo es angeblich sein soll. Und wo ist diese Mine? Das sage ich dir nicht, aber wenn du dich mir anschließen willst, dann kannst du das Amulett haben und ich bekomme alles, was sonst noch da ist. Old Webbel ist ein Dieb und ein Schurke. Was uns beide zu perfekten Partnern macht. Ach, ich weiß nicht, vielleicht ist die Farbe nicht die richtige. Was meinst du, Hobble Frank? Für mich sehen die Gold richtig aus, Ma'am. Haben Sie nicht irgendetwas in Pudelpink? Ich geh gucken. Wie sehe ich aus? Wenig zu eng. Dein Kopf ist einfach zu dick. Danke sehr. Es ist jetzt genau 12 Uhr. Ja, die Sonne steht senkrecht, genau in der Mitte des Himmels. Strafe. Die Sonne spricht zu dem Fels. Oh. Das muss der Eingang zu der Mine sein. Was siehst du? Sie haben tatsächlich eine Höhle gefunden und jetzt gehen sie gerade hinein. Wenn Matusi das heilige Amulett zerstört, wird Winnetous Stamm hungern müssen und er wird von allen Indianern gehasst werden. Yeah.
eigentlich diese spanische Mine ist, interessiert mich nur das Gold, das wir dort finden werden. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Das ist umwerfend. So viel dazu, dass die alte spanische Mine eine Legende ist. Sie ist so wahr, wie ich hier stehe. Bleibt alle dicht zusammen. So alte Minen können sehr gefährlich sein. Du hast wohl noch nie was von Ladies First gehört. Und du hast offenbar noch nie was von spanischen Geistern gehört. Ich habe keine Angst vor Geistern. Ja, und ich bin die Königin von England. Wir dürfen auf keinen Fall einen Einsturz verursachen. Hier gabelt sich der Gang. Sam und ich nehmen den rechten und Winnetou und Letty, ihr nehmt den anderen. Vielleicht sollten wir lieber zusammenbleiben? Es ist besser, wenn wir uns aufteilen. Was ist das für ein Geräusch? Klapperschlangen. Aber keine Angst. Du hast leicht reden. Sie werden uns nichts tun. Dieser Ort riecht förmlich nach Ärger und Schwierigkeiten, wenn ich mich nicht irre. Womöglich lauert da irgendwas hinter der nächsten Ecke. Warte, Sam! Sam, hol mich hier raus! Ich habe noch nicht vor, meinen Schöpfer zu treffen. Halt durch und beweg dich nicht. Nimm meine Hand, Sam. Mäuse, komm, gehen wir weiter. Winnetou? Der es gestohlen hat. Der Geist des toten Spaniers ließ den bösen Dieb nicht gehen. Das heilige Amulett gehört mir. Und wenn ich es zerstöre, wird Winnetou zerstört werden. Und ich werde der Allermächtigste sein. Wenn das Amulett ohne Erlaubnis vom Geist der Jagd genommen wird, könnten wir alle zerstört werden. Matussi fürchtet sich nicht vor dem Geist der Jagd. Er schießt sie. Halte! Wenn das alles ist, was du von mir verlangst, um an dieses Gold zu kommen, dann sind wir im Geschäft. Was ist das?
Das ist Winnetous Ende. Das Falkenamulett gehört mir. Ich fürchte nein. Und jetzt gib es her. Zurückgekehrt. Das Falkenamulett hat meinem Volk die Rettung gebracht. Und schreibt uns mal eine Karte, Jungs. Klar, jeden Tag. Und sonntags zweimal. Tut mir leid, dass es nicht besser für dich gelaufen ist, Letty. Wir leben noch und das ist kostbar genug für mich. Und ich bin so froh, dass es für Winnetou und sein Volk alles so gut ausgegangen ist. Gute Reise. Aber bevor wir losfahren, habe ich noch was für Sam. Was denn, Letty? Du magst zwar kahl sein, aber du bist einfach zum Knuddeln. Oh. Auf geht's! Wie du immer sagst, Sam, Frauen können selbst aus den besten Männern Trotteln machen. Stimmt das immer noch?